Folge Nummer 19 von Graveyard Keepers. Und wir waren letztes Mal in der Kirche. Ach so, warte, lass uns mal hier reingucken. In der Kirche konnte man einen Kirchentisch, einen Arbeitstisch und einen Kirchenarbeitstisch bauen. Den Arbeitstisch, habe ich gedacht, den haben wir schon. Aber nein, es ist umgekehrt. Wir haben den Kirchenarbeitstisch. Und da brauchten wir jetzt was für, dass wir das mitnehmen. Da waren diese Scharniere verlangt. Und die Holzplanken, die habe ich aber auch dabei. Nee, das ist Kistas Inventar. Ich weiß nur nicht mehr, wie viel. Das war jetzt das Problem. Und die Nägel, aber die habe ich ja auch dabei. Aber das mussten mehr sein. Ich glaube, es waren 10. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir hier die Eisenstücke noch bekommen. Das ist zu wenig, glaube ich. Und die Planken ist jetzt die nächste Frage, ne? Schippe und sowas. Nee, brauchte ich nicht. Hier, das brauche ich. Ach, super. Ich hätte mir vielleicht mal... Naja, jetzt machen wir es erst. Das waren jetzt 2. Aber ich glaube, wir müssen mal ein paar mehr machen. Ich mach mal 8. Und danach müssen wir noch Nägel machen. Aber warte mal. Ich muss da wahrscheinlich so drauf drücken, dass das erst geht, ne? Dann machen wir die 8 Nägel. Scharniere sind es wohl eher. Immer 2 macht er. So, und jetzt die Nägel. Okay, haben wir nur einen gemacht, aber wir machen da 2 von. Machen wir die auch nochmal. Geht das noch? Ja, ging. So. Jetzt die Frage. Eisenmeißel, Eisenrüstung. Ne, das war alle nix. Holzplanke. Ne, wir müssten nur die Balken oder Bohlen oder was ist es? Die müsste dann vielleicht hier sein. Ja, da. Dafür haben wir aber kein Holzstück da. Und da ist gerade eine Leiche gekommen. Das ist nicht so dolle. Ja, steht er da noch oder ist er wieder weg? Ne, er geht schon weg. Er hat die da unten reingelegt. Möhren waren da. Ne, ich gehe jetzt erst in die Kirche nach dem Dingens gucken. Nach dem Arbeitstisch gucken. Das interessiert mich jetzt mehr wie die Leiche. Die ist zwar jetzt frisch. Aber ist halt so. Was haben wir da oben? Dingens. Das rote mit dem Pfeil nach oben. So, uns fehlen Bohlen. 9 Stück an der Zahl. Balken, nicht Bohlen. Balken, okay, dann wissen wir das. 9 Balken und 7 brauchen wir noch. Alles klar. Dann müssen wir einen Baum haben. Dann müssen wir also einen Baum finden, den wir holzen können. Der geht wohl, aber wir müssen erst was essen. Benutzen. Benutzen. Sandwichen weg. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Energie und können den Baum fällen. So. Auf geht's, wird dunkel. Gut. Da müssen wir hin. So, 6 sind es. Das heißt, wir müssen 2-mal machen. Wenn wir 2-mal machen müssen, brauchen wir mehr Holz. Na komm, dann mal erstmal fertigen. Nee. Nee. Wir brauchen erst einen Baum. Der geht nicht. Der geht. Okay. So, dann machen wir jetzt 12 von und fertigen. Das dauert ein bisschen länger. Habe ich jetzt schon alle aufgenommen? Ja, 14 tatsächlich. So, dann gehen wir mal gucken. Sandwich hatten wir eben gemacht, ne? Konnten wir ja machen.
Bärensaft würde gehen, okay. Wir wissen, der Bärensaft 5 Energie wohl. Da unten ist das Sandwich, dafür brauchen wir Brot und Fleisch. Fürs Brot brauchen wir Teig. Fürs Teig brauchen wir Mehl. Lass uns erst anders was essen, oder? Guck mal, hier ist doch schon mal was. Kriegen wir das Inventar auch ein bisschen leer, das ist ja auch ein Vorteil, ne? Was ist das? Flusssand, okay. Wofür der gut ist, weiß ich noch nicht. Der ist auf jeden Fall hier geblieben. Und den Lehm lasse ich jetzt auch gerade hier. Wasser ist okay. Energie haben wir, jetzt gehen wir einen Tisch bauen. Kirchentisch. Gucken, was man damit machen kann, ne? Gucken, was wir damit machen können. Nächste ist der... Ah ne, der Astrologe ist schon da, ne? Das Blaue, oder? Komm, das gucke ich jetzt lieber nach. Ja, ist der Astrologe. Der braucht das Tagebuch. So, das kann ich jetzt bauen. Der ist ja ungünstig da gebaut, ne? Ich baue den mal hier hin. Fertig. So, und dann wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt, oder? Wenn wir den fertig haben. Aha, Schweinslederhaut kann man machen. Schweinslederhaut und leeres Papier. Ah, hier kann man jetzt Papier basteln. Dafür brauchen wir ein Schweinslederhaut. Alles klar. Und für Fledermausflügel kannst du Schweinslederhaut draus machen und aus Haut kannst du... Okay, das haben wir. Die Haut haben wir ja. Dann geht's ja hier unten voran, oder? Ist jetzt aber nicht hier was Neues gekommen, ne? Nein. Gut. Warte mal, jetzt gucke ich gerade noch, was als nächstes kommt. Bringt 20 Schüsseln zum Bischof. Okay, dann müssen wir den Bischof noch als nächstes bearbeiten. Dafür brauchen wir die Schüsseln. Der ist aber noch nicht da, der Bischof. Oder noch nicht dran, sagen wir es so. Jetzt habe ich die Kiste vor der Haut, ist das. Vor der Haut, genau, vorm Haus. Hier ist Haut. Und die Schüsseln. Komm, die nehmen wir auch gleich mit. Dafür lassen wir diverse andere Dinge hier. Die, wo ich meine, dass ich die jetzt nicht brauche. Hanfseil, wofür brauchte man das? Gute Frage, ne? War das hier irgendwo für? Glaube eigentlich ja, oder? Drehscheibe, Steinschneider. Sieht denn der Steinschneider aus? Ach, den haben wir da schon. Okay, dann nicht. Ofen haben wir. Hölzerne, Amboss, Holzstapel. Holzhacke, Werkbank für Holz, Hof vergrößern. Okay, Steinschneider, Drehscheibe, Steinfort. Ich glaube, das haben wir alles sozusagen. Hier war was mit den Setzlingen. Was machen wir jetzt? Wir haben die Haut mit. Wir machen daraus Papier. Und dann müssen wir noch Tinte haben. Die ich nicht weiß, wo ich die dann herkriege. So, da haben wir dreimal. Das machen wir dann mal. Fertige ich jetzt an. Keine blauen Punkte für gekriegt. Da habe ich jetzt mit gerechnet. So, dann kann man hier Papier machen. Ups, das war zu viel.
Was geht hier noch? Ah, Hanfseil. Kann man selber Hanfseil machen. Na super, dann wissen wir das auch schon, ne? Okay, machen wir Papier. So, Energie alle. Wir müssen was essen. Gut, weiterarbeiten. Sehr gut. Dreimal noch. Wir müssen noch was essen, bevor wir fertig werden. Super, oder? So, dann sind wir das auch los. Haben wir dann Inventarplatz mehr, ne? Und Papier kommt auch dazu. Nur einmal. So. Konnte man mit dem Papier hier was machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Beim Zerlegen dieses Gegenstand L zu 2. Ach, sehr interessant. So komme ich an. Aha. Gut. Dann studieren wir mal. Ach, das ist schon sofort fertig. Okay. Sehr gut. Jetzt habe ich Wissenspunkte gekriegt. Und wie setze ich die ein? Gute Frage, ne? Hier kann ich nichts machen. Da ging. Warte mal. Was haben wir hier noch? Und noch das Blut drin, ne? Okay. Ich glaube, da sind wir erstmal durch mit. Qualität der Kirche ist 5. Okay. Jetzt gehen wir mal zur Leiche erstmal. Obduzieren die. Eine Pritsche und ein Vorbereitungsplatz. Was ist denn das hier? Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie das gleiche ist. Aber dafür fehlt was. Planken nämlich. So, jetzt müssen wir da das Fleisch entfernen. Hat wieder nicht geklappt, weil wir nicht genug zu essen haben. Na komm, dann mach sie weg, die Äpfel. So. Jetzt haben wir hier noch zwei rote Sachen. Die müssen wir noch loswerden. Haut können wir gebrauchen. Wissen wir ja jetzt, was wir damit herstellen können, ne? Dann sind es drei rote. Ich habe keine Ahnung, wann es besser wird und wann es schlechter wird. Sind nur noch zwei da. Ich weiß auch nicht, was die 87% ist. Ist das die Frische oder was? Und noch einen Knochen gekriegt. Ach, Erzefusch haben wir auch schon. Na super. Und da haben wir keine Energie mehr. Gut. Dann müssen wir das erst so stehen lassen. Ja, jetzt ist schon der nächste Bereich da. Da sind die Teller, die da kommen. Die können wir dem doch wahrscheinlich auch geben, ohne dass wir
Energie dafür brauchen, oder? Ist er schon da? Ich glaube nicht. Der muss ja erstmal hierher laufen, ne? Vielleicht können wir in der Zeit gerade noch ein paar Bären sammeln. Ich weiß aber nicht, wo wir gerade welche finden. Da unten sind welche. Ich habe nicht genug Energie, die Bären zu sammeln. Hammer, oder? Dann essen wir mal gerade ein paar Möhren. So, dann essen wir jetzt die Beeren. Ist hier noch ein Strauch? Nein. Leider nicht. Ist hier noch was? Bin ich hier schon mal lang gegangen? Ich glaube nicht, oder? Da ist nichts. Naja, hat aber auch nicht viel gebracht, da lang zu gehen, ne? Ist der Papst schon da? Ne, der kommt noch erst. Ah, da brauchen wir viel Kohle, ne? Geht also auch noch nicht. Grabstätte. Können wir schon mal dahin machen. Aber ausheben, na doch, könnten wir vielleicht sogar. Wenn wir da im Keller noch eine Leiche liegen. Ah, da unten ist er. Ja, dann lassen wir erst kommen. Dann machen wir da weiter. Der kriegt jetzt seine Teller. Oder Schüsseln vielmehr, ne? Puh, sind die hässlich, aber das reicht für die Armen. Deine Beteiligung in den kirchlichen Angelegenheiten erfreut mich sehr. Aufgabe beendet. Geschichte. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, deine Kirche in eine große Kirche zu verwandeln. Das bedeutet mehr Glaube und mehr Geld. Mit einer großen Kirche bist du Gott näher. Und was sonst ist mit mir wichtiger als Heiligkeit? Aber das liegt noch weit in der Zukunft. Zunächst muss hier erst einmal alles so perfekt sein wie mein Haarschnitt. Haha. Und damit meine ich wohl die Kirche als auch den Friedhof. Ha. Neue Aufgabe. Okay. Erreiche 30 auf dem Friedhof. Erreiche 20 in der Kirche. Ich werde mein Bestes geben, ihr hohen Standards gerecht zu werden. Wo wir gerade von hohen Standards sprechen, ich wäre hocherfreut, wenn du mir ein paar Fische besorgen und mich vor dem Hungerstod retten würdest. Nicht einfach irgendeinen Fisch, ich brauche ein gutes Fischfilet. Du findest die passenden Fische in der Nähe des Wasserfalls. Okay. Wollen Sie damit sagen, dass alles in der Stadt gerade hungern? Nein, ich kann einfach kein Fleisch essen. Und was die Fische im Stadthafen angeht, nun nein, danke. Nicht solange das elende Totenschiff dort vor Anker liegt. Du bist also meine einzige Hoffnung. Ich verliere wegen meiner schlechten Ernährung schon meine Haare. Okay. Was können wir hier handeln? Kerze, Hostien und flüchtiges Gebet. Können wir nicht. So viel Geld haben wir nicht. Gut, das bedeutet am Wasserfall. Karte, wo ist der Wasserfall? Das hier nicht freigedeckt ist, ist komisch, oder? Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo der Wasserfall ist. Ich tippe aber mal, dass der hier oben ist. Oder? Werden wir sehen. Aber nicht mehr in dieser Folge, denke ich mal. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.